Was für eine Woche. Da schaut man sich den DAX-Stand an und eine Stunde später ist alles schon Makulatur. Extreme Schwankungen an den Börsen, mal in die eine Richtung nach oben und mal nach unten. Wie soll man da noch den Überblick behalten, Herr Schickentanz? Wie geht es weiter? Optimistischer Bulle oder pessimistischer Bär? Nun, Frau Rost, nach der heftigen Korrektur der letzten zwei Wochen bewegen wir uns gerade in einer volatilen Bodenbildungsphase. Das ist zumindest unsere Erwartungshaltung für die kommenden Wochen. Bedeutet, dass die Korrektur wahrscheinlich noch nicht ganz ausgestanden ist, wir aber so langsam anfangen, vorsichtig einen Boden auszubilden, von dem wir dann mittelfristig einen neuen Aufwärtstrend setzen werden. Aktuell kommt für die Börsianer ziemlich viel zusammen. Neben der Omikron-Welle, die uns ja immer noch beschäftigt und den damit einhergehenden Sorgen über die weitere Entwicklung der Konjunktur, hat insbesondere auch die US-amerikanische Notenbank verunsichert, die auf ihrer Sitzung in dieser Woche keine klaren Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs gegeben hat. Sie hat aber deutlich gemacht, dass sie im Zweifel eher schneller als langsamer die Zinsen anheben wird. Und wir haben noch die militärische Bedrohung in der Ukraine. Auch das ein Thema, das uns natürlich momentan beschäftigt. Seriöserweise kann keiner von uns prognostizieren, ob die Korrekturbewegung bereits in der kommenden Woche zu Ende ist. Dafür ist die Volatilität, die Nervosität an den Märkten zu groß. Das sieht man ja an den Stundenschwankungen, die wir mittlerweile an den Märkten haben. Aber mit Blick nach vorne auf den mittelfristigen Anlagehorizont von 3 bis 6 Monaten bin ich mir sicher, dass sich das gute, gesunde, fundamentale Umfeld positiv in steigenden Aktienkursen niederschlagen kann. Von daher ist der Bulle definitiv ein Stück weit größer anzusiedeln als der Bär im Hintergrund. Herr Schickentanz, über die US-Notenbank müssen wir noch einmal genauer sprechen. Die Zinserhöhung im März, war das eine Überraschung? Dass die US-amerikanische Notenbank eine Zinserhöhung für den März angekündigt hat, das war keine große Überraschung, denn darauf haben die Börsianer schon längst gewettet gehabt. Die begleitenden Kommentare von Jerome Powell, dem Chairman der US-amerikanischen Notenbank, die haben die Börsianer aber auf dem falschen Fuß erwischt, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen hat er angekündigt, dass die US-amerikanische Notenbank im Falle stärker steigender Inflationsraten deutlich schneller die Zinsen erhöhen könnte, weil die US-amerikanische Wirtschaft heute deutlich besser dasteht, als das normalerweise bei einem Zinserhöhungszyklus der Fall ist. Die Wirtschaft läuft rund, der Arbeitsmarkt ist gut ausgelastet und die Inflation, sie liegt eben auch über dem Niveau, bei dem man normalerweise einen Zinserhöhungszyklus startet. Und zum Zweiten haben die Aussagen von Jerome Powell doch auch die große Unsicherheit der US-amerikanischen Notenbank für den Inflationsausblick gezeigt. Denn er betonte mehrmals, dass die Inflation deutlich nach oben überschießen könnte, auch über die aktuellen Fed-Projektionen hinaus. Genauso gut sei es aber auch vorstellbar, dass die Inflation deutlicher zurückgeht und in sich zusammenfällt. Wenn selbst die größte, die wichtigste Notenbank der Welt da so unsicher ist, dann ist das natürlich für die Märkte ein Zeichen dafür, dass die großen Fragezeichen über den weiteren Verlauf A des Zinserhöhungszyklus, aber auch B des Inflationspfades weiter anhalten werden. Themenwechsel. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass Big Data für die Investmentbranche immer wichtiger wird. Stimmt das? Big Data ist tatsächlich eine gute Möglichkeit, um den eigenen Investmentansatz ein Stück weit moderner, zuverlässiger auszurichten. Das nutzt zum Beispiel Goldman Sachs Asset Management in der Core Equity Reihe. Das ist eine Reihe aktiv gemanagter Fonds, die aber auf quantitativ-statistische Daten zurückgreifen, eine ganze Vielzahl und Fülle an Datenreihen anzapfen und daraus dann tatsächlich Insights ableiten. Und diese Insights werden dann in aktive Portfolio-Positionierungen umgemünzt. So kann man zum Beispiel Satellitenfotos auswerten, um die Besucherintensität in Einkaufszentren auszuwerten. Oder man schaut sich die Flugdaten oder Webseitendaten an, um dadurch einen Vorlaufindikator für beispielsweise die Auslastung von Fluglinien zu bekommen. All das führt dann dazu, dass man eben besser fundiert, nüchtern, auf Basis von Daten Investmententscheidungen treffen kann. Irre ich?
ich mich oder haben Sie diese Fonds auch in der Vermögensverwaltung bei CIO allokiert? In der Tat, in der Vermögensverwaltung bei CIO haben wir die US-amerikanische Variante der Goldman Sachs Core Equity Reihe allokiert. Das hat uns allerdings auch nicht davor bewahrt, dass wir in den vergangenen zwei Wochen doch deutliche Performance-Einbußen hinnehmen mussten. Die Marktturbulenzen haben hier tatsächlich die Performance deutlich gedrückt. Von daher haben wir leider einen Fehlstart hingelegt. Ich bin mir aber sicher, dass wir mit einer Trendwende an den Märkten das dann auch in den kommenden Wochen und Monaten wieder kompensieren können. Das war der aktuelle Wochenausblick. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Melina Rost und Ihr Chris Oliver Schickentanz.